Was ist der Sinn vom Leben? Das ist eine lockere Frage, schneller zum Einsteigen. Ich kann es dir nur anders sagen. Letztes Jahr habe ich verloren. Und jetzt habe ich ihn irgendwie wieder gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe ihn wieder gefunden. Und es ist, glaube ich, wirklich, ich habe Lebensfreude wieder. Ich habe einen Frieden wieder. Ich habe wieder Spass. Und ich habe Motivation und Energie. Und ich denke schon, dass es, darum geht, dass man miteinander geht. Wenn die Leute auf dem Sterbebett liegen, dann erinnern sie sich meistens nicht an ihr Diplom, das man gemacht hat, sondern an die Menschen, die da sind. Aber wenn du nicht mehr hast, dann weißt du, dass du ihn wirklich brauchst. Aber was es genau ist. Der Sinn vom Leben ist, zu wissen, was der Sinn vom Leben ist. Oder einfach so ein bisschen zu spüren, so, was ja. Macht vielleicht ist es auch einfach die Erfahrung, die man da macht. Für was bist du dankbar im Leben? Für so vieles. Einfach für meine Menschen, die um mich herum sind. Für jedes Geschenk, das ich bekommen habe. Dass ich gesund bin, dass ich Musik machen darf, dass ich an so vielen Sachen Freude habe. Immer wieder neue Sachen ausprobieren. Und für den Frieden in mir. Die nächste Frage die stellen wir allen hier bei uns in der Music Loft. Bei dir hat man die Antwort schon ein bisschen rausgehört. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob es einen Gott gibt? Ja, für mich ist es eine Wahrheit. Es ist nichts, was ich wegdenken kann. Es ist wie gesetzt, weil ich glaube, ich will mich. Also, ich weiß nicht, wer ich bin ohne. Ja. Bist du schon so aufgewachsen? Oder ist das etwas, was jemand später so erlebt hat? Ich habe eine gute Freundin, die mir damals, ich weiß nicht, mit 9 im Bett davon erzählt hat. Und dann habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen. Und seither. Es hat mich durch so viel Zeit gedreht. Sicher war es mal intensiver gewesen oder weniger, aber also, heutzutage ist es ein Alltag. Hast du Gott schon mal einen Vorwurf gemacht? Ja, letztes Jahr ganz viel. Wieso lässt er sich so lange Zeit an? Ich check's nicht. Wirklich. Es regt mich dann so auf. Ich denke, ich würde dich doch nie so lange hocken lassen, aber irgendeinen Grund wird es gehabt haben. Aber ich glaube, das darf man auch, wenn man es nicht mehr sieht. Ich meine, wenn es letztes Jahr einen Knopf gegeben hätte, den ich drücken konnte und ohne Konsequenzen gehen, ich hätte gedrückt. Aber das macht man ja dann auch nicht, wenn man irgendwie einen Urge zu leben hat, also einen inneren Drang hat zum Leben. Aber ich habe wirklich gedacht, wieso machst du das Leben so schwer? Es gibt so viele schwierige Sachen im Leben und so viele schlimme Geschichten. Check ich nicht, aber ich muss auch nicht alles checken. Also hast du auch deinen Frieden schliessen können? Ja, ich muss darauf vertrauen, dass es richtig macht, weil alles andere macht mich sonst kaputt. Ja. Enden wir noch mit etwas Heiterem. Ja. Über was könnte Gott lachen, deiner Meinung nach? Ich glaube, er lacht über sehr viele Sachen. Jeden Witz, den ich bringe, jeden Schenkelklopf. ich glaube, alles, was mir Freude macht, ich glaube, Gott hat Freude. Es ist wie wenn du ein Kind hast, wenn das da anfängt zu giggeln, dann lachst du ja mit. Also es ist doch schön, zum schauen, okay, die Person hat Freude, dann freue ich mich auch darüber. Und ich glaube, der lacht wirklich erstaunlicherweise über meine Witze. Music Loft. Entdeck neue Schweizer Musik. Musicloft.ch